Tonnenbergpark, da wo normalerweise Kinder mit ihren Müttern spielen, treiben in der kalten Jahreszeit wilde Gesellen ihr Unwesen. Die Krampusse sind wieder unterwegs und verdreschen jeden, der ihnen in die Quere kommt. Nur zwei kleine mutige Einhornmädchen trauten sich näher. Sie hatten gehört, dass Einhörner Krampusse zähmen könnten. Etwas mulmig war den beiden schon und der Zauberspruch verhallte vorerst ungehört. Doch hört, was dann passierte. Die Krampusse wurden tatsächlich zu Kuschelmonstern und die beiden Einhornmädchen gingen sogar noch einen Schritt weiter. Und lernten den Krampussen ihren Tanz. Und so spielten sie den ganzen Tag friedlich weiter.